habe mich auch für die Einladung bedankt, auch im Namen aller, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Wie Sie auch sonst neugierig sind und fragen, wie fühlen Sie sich hier so? Fragen Sie doch auch. Oder der eine sagt von selbst, ich fühle mich hier sehr wohl. Der andere sagt, hier fühle ich mich sauwohl, hier fühle ich mich wie zu Hause. Ich weiß nicht, immer wenn ich war schon einige Male hier, hier fühle ich mich immer wohl. Aber wenn ich dort zu denen und zu denen, habe ich mich nie wohl gefühlt. Aber ich erkundige mich auch, wie sie sich hier fühlen. Oder darf ich das nicht? Ich weiß, es gibt kein menschliches Gesetz, das mir derartiges verbieten kann, im Gegenteil. Aber man legt das so aus und glaubt, man hätte so einen gefunden, der nicht zu antworten weiß. Meine Antwort ist immer sehr hart, weil sie bestimmt ist. Nicht von mir so bestimmt, sie ist so bestimmt. Hart für den, der die Wahrheit nicht mag. Na, aber ich glaube, etwas haben Sie jetzt erfasst. Oh ja. Und glauben Sie, dass Sie alles schaffen werden? Glaube ich, ja, viel erfasst. Jetzt. Erfasst heißt doch, das schon aufgenommen. Wie in einem Gefäß. Kann auch sein. Das Gefäß nimmt alles auf, was man denen zuführt. Und der Mensch aber auch, soweit es hier offen ist. Wenn ich das aber verschlossen habe, ich habe eine gute Füllung drin, ich verschließe es. Ich muss nur von was anderem reden. Ich denke an die Einmachegläser, an die Einmachdosen und was es alles gibt, wo sie die Frucht einmachen und gut verschließen. Und dann haben sie jahrelang das noch stehen. Nicht, oder nicht? Ja. Ja, ich habe auch zu Hause noch ein paar Einmachgläser, habe ich letztens von meiner Frau gehört. Ich gehe ja nicht überall rumschnüffeln. Aber sie hat Einmachgläser noch stehen von vor 4, 5 Jahren, 6 Jahren. Das ist noch alles gut, nichts verdorrt. Richtig eingemacht, rechtzeitig verschlossen, nichts Böses dazukommen lassen. Das bleibt. Genau so ist es auch in ihrem Körper. Einmal aufnehmen, aber gut aufnehmen, richtig aufnehmen. Natürlich hat sie die Gefäße bereinigt, damit da kein Satz drin ist. Ist ein Satz drin und da kommt das Gute hinein? Dieses ist schlecht geworden und greift weiter um sich. Genau wie in einer Milchkanne, wenn die nicht richtig ausgespült ist, sonst werde ich nach Frau, die nicht richtig ausgespült ist, da irgendwie, wo ein Milchsatz ist, bleibt stehen, die neue Milch wird hineingegossen, die Frau wundert sich daheim, dass die Milch vom Morgen bis zum Mittag schon sauer ist. Gestern, vorgestern, die ganze Zeit ist sie nicht sauer geworden. Jetzt kriegt der Milchmann auf den Kopf. In Wirklichkeit ist die Mutti selbst schuld. Sich selbst fragen, hast du die Kanne richtig ausgewaschen? Oder wer hat sie ausgewaschen? Wer hat das Gefäß bereinigt? Ach, ich selbst. Das konnte ja ein Satz gewesen sein. Gehen Sie doch zum Nachbarn fragen. Dem ist die Milch nicht sauer geworden, nur ihn. Das gibt's. Oder aber es könnte auch sein, dass in der Flasche selbst diese verabreicht erhalten vom Milchhändler, dass die nicht sauber war, dass sie dann auch schon sauer ist. Aber zu überzeugen haben sie sich selbst. Nicht, dass sie dann gleich die Milch abbestellen von denen. Genau das Gleiche, Freunde, ich muss von Gleichnissen sprechen. Wenn ein Satz vom Bösen noch im Körper ist, von dem sie noch nicht befreit sind, sich selbst noch nicht befreit haben, sich selbst noch nicht losgesagt haben, da können Sie die gute Füllung, die göttliche Füllung noch nicht erhalten. Das ist das, was Sie tun müssen, das Gefäß reinmachen. Und dann können Sie sich ganz Gott hingeben, er gibt Ihnen die Fülle. Den Anschluss dazu haben Sie, aber ich warne und ich weiß, auch früher bekommen Sie die gute Füllung nicht, bis Sie sich wirklich vom Bösen losgesagt haben. Bis nichts Böses mehr drin ist, dass Sie sagen, ich will nichts mehr mit dem Bösen gemein haben. Dann sind Sie es erst würdig, die göttliche Sendung, alles Gute wieder im Körper zurückzuerlangen. Was zu Ihnen gehört, was Gott für Sie, was Gott für Ihren Körper bestimmt hat. Wir sollten dem folgen. Wir sollten all das tun, wozu wir selbst verpflichtet sind. Wir sollten und müssen ein ordnungliebender Mensch sein. Das heißt, ein gottliebender sein. Menschen nehmen das Wort Gott nur so auf die Lippen. Die sprechen von Christus, sie sprechen vom Heiland, sie sprechen von vielen, dieser Heiligen überhaupt.
Aber wer spricht mit dem Herzen? Und wer tut das alles? Wer setzt dieses in die Tat um? Wer hat es in die Tat umgesetzt? Freunde, das sind sehr wenige. Und es hat viele Mahner schon auf dieser Erde gegeben, die den Menschen dahingehend zu bewegen suchten, dass er den Weg einschlägt und auch auf diesem Weg bleibt. Niemand hörte darauf. Sie lesen heute noch Bücher. Ja, Sie hören von Menschen, die schon einige Jahre länger auf dieser Erde sind, die Erfahrung gesammelt haben. Ja, damals war es so, aber hier habe ich ein Buch, der schreibt so. Ja, der hat's gut geschrieben, prima. Dann sage ich, Freund, hast du das auch alles beherzigt, so du das als gut empfunden, überzeuge dich, geh dem nach und da kommst auch du in den Genuss des Guten. Das bin nicht ich allein, es gibt schon viele Menschen, die auch zum Guten ermahnen. Ich habe noch kein Buch geschrieben. Dieses werde ich erst schreiben. Und ich glaube, jetzt genügend beisammen zu haben, das heißt, weil sie ebenso kritisch sind, das heißt, weniger Sie persönlich, aber die meisten Menschen, Sie wollen das belegt haben, ob das auch hier der reinen Wahrheit entspricht. Ja, so viel habe ich, da könnte ich Sie überschütten. Da reicht Ihr Erdenleben gar nicht aus, wenn Sie das nachlesen sollen. Erst recht nicht, das alles zu verstehen. Aber es werden Menschen noch nach Ihnen lesen, viele, und die werden dann auch drauf kommen. Die Letzten werden die Ersten sein. Ich glaube, dass die das dann noch besser verstehen. Beeilen Sie sich nur. Tun Sie alles. Bringen Sie nur erstmal das Verständnis für sich selbst auf und auch für Ihren Körper. Lesen Sie aus ihm. Halten Sie Einkehr, schauen Sie hinein. So leicht ich sage, Freunde, so leicht ist es auch. Wenn ich den Menschen jetzt vergleiche, er hat hier zwei Bücher. In einem steht das Böse geschrieben, in dem anderen das Gute. Und wenn er jetzt beide zugleich liest, mal da etwas und mal da etwas, was wird es? Wird es gut oder wird es böse? Bitte sagen Sie es mir. Und was glauben Sie? Böse. Nur böse. Aber er liest doch auch Gutes. Man kann nur ein Handy. Bitte? Man kann nur ein Handy. Ja, aber bitte Böses lesen und Gutes lesen. Ich garantiere dafür, Freunde, dass das Gute verfliegt, weil sich das Gute mit dem Bösen sich nicht mischt. Und der Mensch wird nur Böses tun. Er wird das Gute in den Schmutz und Dreck ziehen. Er wird Verwirrnisse herbeirufen. Er wird Verwirrnisse unter den Menschen bringen. Er hat das nicht verstanden. Beides kann er nicht. Ja, es ist entweder gut oder böse. Eines kann er nur. Es ist doch dem gleich, wie ich von der Milchkanne sprach. Nur etwas Böses, das heißt doch schon bösartig geworden, ein kleiner, winziger Satz. Er braucht nicht größer sein als der Fingernagel, falls Sie das nicht wissen. Auch hier, Freunde, habe ich das größte Interesse dafür gezeigt. Ich habe in München und anderweitig, aber in München einen der größten Milchbetriebe besucht. Und dass der Besitzer selbst sagt, Herr Gröning, sagen Sie mal, was wissen Sie alles? Ich sage, das ist falsch, die Frage, fragen Sie, was ich nicht weiß. Ich habe mir die ganze technische Seite angesehen und habe mich in dies, das und jenes gesagt, haben Sie schon mal in einer Molkerei gearbeitet? Und ich habe gesagt, ja, ein Geist, ja. Aber das ist doch selbstverständlich, Freunde. Und genau wie er auch sagt, es wird manchmal moniert, aber dann weiß ich, wenn es moniert wird, dass die Milch in den Flaschen schon sauer ist, wen ich da im Betrieb heranholen kann. Die Flaschen werden ja nicht so mit der Bürste da gespielt. Nein, nein, das mit Druck und allem möglichen. Ich kann dir das jetzt gar nicht erklären. Das würde zu weit ins Technische greifen. Aber tatsächlich interessiere ich mich für all das, was Menschen tun und lassen. Auch von der rein technischen Seite. Von der wissenschaftlichen Seite. Ich weiß auch, was die Medizin bedeutet. Ich weiß auch,
was die Grenzwissenschaftler sind. Ja, nur eine Grenze. Über die Grenze können sie nicht hinaus, da wissen sie nichts. Ich weiß das. Ich muss das auch wissen, um Ihnen jetzt die Erklärung geben zu können, um den Beweis zu führen. Erst recht, so ich das Buch geschrieben habe. Also immer beweisführend sein, alles in allem gesehen. Warum habe ich das Interesse? War das für mich? Das brauche ich nicht fürs Leben. Für mein Leben, nein. Aber für Ihr Leben, für das Leben. Und für das Weiterleben. Und dass Menschen hier den Hinweis erhalten, dass sie aufgeklärt werden. Und dass sie dann auch wissen, welchen Weg sie zu gehen. Welcher Weg für sie vorgeschrieben ist. Um damit der Mensch sich gut erhält. Damit er das Gute beibehält. Damit er es nicht verliert. Damit er nicht um das Gute gebracht wird. Und damit er das Gute auch nicht verdirbt. Noch eines, die Maschine, die Waschmaschine, die Spülmaschine in der Molkerei ist so. Wenn die Flaschen, die gewaschen, gespült und getrocknet sind, werden sie auf das laufende Band geführt, automatisch aufgestellt. So in die Runde. Und hier ist der Füller. Und wenn jetzt eine Flasche nicht einwandfrei sauber ist, geht sie wohl hier ran, aber die Milch fließt da nicht hinein. Komisch. Die fließt, geht weiter, geht leer aus. Und da steht nur einer und der nimmt die Flasche nur ab und die kriegt eine Sonderspülung. Sind. Ja, ich komme nur, um nur, Sie würden sagen, gesunder zu erfahren, ich sage, das Heil zu erfahren und dann abzuzickeln. Dann kommen Sie ja wieder ab von dem Weg. Dazu ist die Gemeinschaft nicht ins Leben gerufen. Dazu ist das Werk nicht ins Leben gerufen. Nein, Freunde, dazu hat Gott uns auch nicht bestimmt. Wir müssen zu ihm die Treue halten. Wir müssen all das tun, was wir Gott selbst schuldig sind. Beginnen an uns selbst. Dazu kommen wir zusammen. Na, ist das schwer? Ist es wirklich schwer? Nein, dann nicht schwer, wenn der Mensch das Gute beherzigt. Er müsste doch wissen, dass er die Ordnung, das Gute nötig hat, oder nicht? Muss er doch wissen. Muss er wissen. Richtig. Genau gesagt, ich gehe doch mal hin, wie er sich sagt. Kann ja mal versuchen. Ich frage Sie, habe ich versucht? Habe ich versucht? Nein. Sehen Sie, und jetzt haben Sie eine Belehrung. Er versucht gar nicht. Er hat uns ersucht. Nur haben Sie den einen Fehler noch begangen gehabt, dass Sie sich mit dem Übel abgegeben. So Sie sich jetzt wirklich lösen. Wenn Sie Grönig auch beiseite stellen, das ist nicht so schlimm. Aber sich selbst nicht beiseite stellen. Wenn Sie an Grönig nicht glauben, macht nichts. Aber an sich selbst glauben und an das glauben, was für Sie von Gott bestimmt ist. Der Name Gröning sagt hier nichts. Und Sie wissen ja gar nicht, ja, Sie sagen Gröning zu mir. Bin ich Gröning oder wer bin ich? Für Sie Gröning. Können Sie sogar auch sagen, der kleine Gröning. Was Sie unter klein und groß verstehen. Tut alles nicht zur Sache. Meinetwegen beschimpfen Sie auch den Gröning. Geben Sie allen Dreck los von sich. Und dann geben Sie sich ein Versprechen, dann höre ich auf. Dann nehme ich nichts Böses mehr. So bewege ich auch den Menschen, dass er etwas Böse alles von sich gibt. Dass er sich frei macht. Ich bin ihm gar nicht böse, wenn er Böses von sich gibt. Ich bin hocherfreut, sage ich. Jetzt packt er aus, jetzt gibt er all das, was er in sich hat, Freilauf. Dann frage ich nachher bescheiden, na, lieber Freund, ich schaue schon keinen Ansatz, glauben Sie, ich will Sie persönlich ansprechen. Na, ist nun alles fort, ne, da kommt noch etwas. Das und das und das war doch noch. Na los, raus damit. So. Und jetzt kann ich ihm das Gute geben. Das sage ich aber gar nicht, das tue ich nur. Darüber spreche ich gar nicht. Denn er hat ja gesprochen, ich habe ja Pause. Ich habe ja Urlaub, heißt, ich habe ja die Ruhe. Ich habe sie bewacht. Denn die Ruhe ist mir das Heiligste. Und er wurde von dieser jetzt erfasst. Wie Menschen doch so oft sagen, den habe ich gegeben,
Da habe ich meinem Herz Luft gemacht. Da habe ich ausgepackt. Und jetzt bin ich ruhig. War dem nicht immer so? Aber Sie haben ja wenig Acht darauf gegeben, Freunde. Nun müssen Sie noch wirklich viel, viel mehr wissen. Dann werden Sie auch vieles können. Dann können Sie auch wirklich Ihren Nächsten helfen. Denn Sie sind von sich selbst überzeugt. Sie glauben. Sie können auch glauben. Sie haben nicht nur Grund, Sie haben den besten Beweis dafür, wie Sie früher nicht geglaubt und jetzt glauben. Und dass Sie durch den Glauben alles erhalten haben, durch den Glauben an das Gute, an all das. Ich muss immer wieder sagen, was Gott für Sie bestimmt hat und was Gott für Sie auch in Wirklichkeit in Wahrheit ist. Ja, oder wie viele Menschen sagen, warum kommt Gott nicht persönlich hierher? Ja, das ist so naiv. Das ist Idiotie. Das sind Menschen, die so sprechen, die von all dem nichts wissen. Erst recht nicht einmal von sich selbst was. Aber nun zurück zu dem, so der Mensch das Gute schon empfangen hat, muss man ihn anraten, so lieber Freund, nun halte es. Sorge dafür, dass man dich um das Gute nicht mehr drückt. Aber du wirst mehr des Guten empfangen, es wird an der einen und der anderen Stelle, wie du ja die Beobachtung selbst an deinem Körper machst, so du auf die göttliche Sendung eingestellt bist, wirst du feststellen, dass es da und dort wirkt. Es ist etwas anderes in deinem Körper. Hier ist wirklich die Hand Gottes im Spiel. Hier ist Gott selbst dabei. Er schafft Ordnung. Richtig. Aber nur bei dem, der sich wirklich frei gemacht hat vom Bösen und wo Gott selbst weiß, er wird nicht mehr dem Bösen verfallen. Kleine Sünden wird er schon begehen, aber da weiß man ihn hernach schon zurechtzuweisen, denn diese sammeln sich und viel kleine geben hernach ein großes. Und dann bricht er wieder zusammen. Das sollte nicht sein, Freunde. Aber dazu dient ja auch die Gemeinschaftsstunde. Dazu dient ja auch unser Hiersein. Nun, liebe Freunde, warum hin und her? Wenn Sie wüssten, wie groß die Not, wie groß das Elend ist. Wenn Sie wüssten, wie viele Menschenleiber durch das Böse herabgewürdigt. Wenn Sie das nur einmal sehen würden, wie viel Unheil über die Menschen gekommen und wie viele Menschen von diesem Unheil bis heute erfasst worden sind. Und dass der Mensch, die Menschen sich selbst keinen Rat wissen und deshalb nicht zur Tat übergehen können. Es ist die allerhöchste Zeit, dass man den Menschen zur Ordnung, das heißt zu Gott, zurückruft und sie auf diesen Weg führt, den nicht ich, sondern den Gott für sie alle bestimmt hat. Wenn Sie wirklich, hier sehen Sie sich selbst, hier sehen Sie Ihre Nächsten im Kleinen, der hat diese, der hat jene Störung, nichts dazu getan haben, nicht zurückgedacht, ich muss schon mal so sprechen, ich weiß, dass es falsch ist, aber Sie sprechen ja so. Wer könnte hier schuld sein? Nicht, dass es auf den Grund gegangen ist, es ist einfach da, wo ist die Störung, wie kam sie zustande? Ja, das wissen viele, das wissen die meisten, das wissen Sie fast alle nicht, wo die Ursache ist. Und darauf, Freunde, kommt es an. Wo ist die Ursache dieser Störungen in den Leibern vieler Menschen? Mehr kann ich hier nicht sagen als nur die Wahrheit, wie diese Störungen zustande gekommen sind. Und wie das um sich gegriffen hat. Das ist eine Kettenreaktion. Tatsache ist, wenn einer hier rausgeht und sagt, in Hameln oder in Hannover ist die Kinderlähmung ausgebrochen. Die greift um sich. Mehr brauchen Sie nicht sagen. Nur einer sagt es. Morgen, übermorgen haben es mehrere hier schon. Wo in Wirklichkeit nicht wahr ist. Es ist nur Erzählung. Auch in dem bösen Wort, liebe Freunde, ist die Kraft des Bösen. In dem guten Wort ist die Kraft des Guten, ist die Kraft Gottes.
In dem Unglauben, da steckt das Böse. In dem Glauben das Gute, das Göttliche. Und einen bösen Gedanken aufnehmen, der kann viel des Guten zerstören. Deshalb, weil Menschen es nicht wissen, dass ein böser Gedanke hineingetragen worden ist. Und umgekehrt, hat er eine gute Gedanke, wenn der hineingetragen ist, viel Gutes tun.